Hallo meine lieben Pokémon-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon-Strahlende, Diamant und Leuchtende Perle-Video auf diesem Kanal. Was geht ab, Leute? Wir haben die Smogon-Stats bezüglich Strahlende, Diamant und Leuchtende Perle, bezüglich der Usage der verschiedenen Pokémon für November. Und es sieht super interessant aus. Wir wollen über die ein oder andere Sache reden, warum wir denken, warum die Sachen dort sind. Packt gerne euer Feedback mit rein. Lasst uns gerne darüber diskutieren. Ich würde sagen, let's go. Wir fangen an als allererstes mit Cherox. Ich sag's, wie es ist. Mich wundert es überhaupt nicht, dass Cherox so weit oben ist. Denn Steel-Types sind sehr, sehr nice. Erstens das. Zweitens, ihr braucht, das ist wahrscheinlich mit der beste offensive Steel-Type. Wir sehen da unten auch Heatran bei der 11, Magnezone bei der 15, Empoleon bei der 25, Lucario bei der 27. Wir haben relativ viele Steel-Types. Was einfach daran liegt, so, du willst Pixie klein halten. Du willst allgemein Feen klein halten. Die einzigen guten, richtigen Feen, die existieren, sind Pixie, Azumarill und Togekiss. Das sind auch die drei, die hier eingezeichnet sind. Ich glaube, ich übersehe keine. Und ab dem Zeitpunkt, wenn die weg sind, sind Drachen broken. Und deswegen ist auch Garchomp so weit oben. Deswegen ist Latios so weit oben. Deswegen ist Heatran so weit oben. Deswegen ist Drogon so weit oben. Deswegen ist Latias relativ weit oben. Das ist der Grund dafür. Denn Drachen sind unendlich strong, wenn du Cherox mit hast. Das heißt, nimm einen Drachen mit, nimm einen Cherox mit. Dann pack selber noch eine Fee mit rein. Und mit diesem Fantasy Core mit Steel, Fairy Dragon. Easy. Wahrscheinlich der beste Core im ganzen Game. Einfach Cherox, Garchomp, Clefable, Cherox, Latios, Clefable einfach reinballern und dann geht's rund. Garchomp physisch offensiv broken. Latios hat noch den Psyshock, was ganz nice ist für potenziell Blissey. Das heißt, der könnte Joyce Bags nochmal ziemlich nice sein. Aber deswegen ist relativ klar, warum Cherox so weit oben ist. Gliscor ist einfach Mini Lando T. Okay, der macht seinen Job nicht so gut wie Lando T, aber Lando T existiert auch nicht. Dementsprechend, Gliscor hat dasselbe Typing. Es gibt keine HP-Eyes. Wir haben, Gliscor kann glaube ich, kein Toxic mehr. Kann bei Rocks, kann Defog, kann Roosten, kann EQ. SD, Toxic, Heal ist übelst geil. Ice Fang für andere Gliscor-Matchups und so weiter. Gliscor wirklich Top-Pokémon. Gefällt mir auch sehr gut, dass er auf Platz 2 ist. Garchomp und Latios finde ich aktuell ein bisschen broken. Bin ich ganz ehrlich. Also bei denen würde ich am liebsten sagen, ja, ab ins Uber mit die, mit denen. Weil die, ja, die sind halt meiner Meinung nach die besten Drachen gerade im Game. Und Drachen war damals in DPP broken, da gab es aber noch keine Feen. Aber jetzt immer noch in der Meta sind Drachen immer noch sehr, sehr gut. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wohin es mit den beiden hingeht. Mich freut es ultra krass, dass Breloom so weit oben ist. Ich liebe Breloom. Wir hatten Breloom ja in Schwert und Schild gar nicht. Und ich spiele den super gerne. Der macht super viel Spaß. Aufheber-Set ist cool. Sub-Punch. Techniker-Set kann sehr, sehr nice sein. Und ich liebe Carpils und ich finde es sehr nice, dass wir den so weit oben haben. Dann Pixie ja schon angesprochen. Wie gesagt, Fee. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Pixie war früher auch schon okay, weil Magic Garden halt nice war. Aber es ist eine Fee. Gengar macht basically quasi so das, was Cherox macht, nur schlechter. Also er ist gut gegen Feen. Er ist ein Gift-Pokémon. Sowieso, er ist ein Spin-Blocker. Er ist offensiv gesehen gut. Choice Scarf, Choice Bag, Sub, Willow, Hex. Der kann echt eine Menge. Infernape. Kann ich mir vorstellen, dass er noch gerade viele spielt, weil die den cool finden. Aber es ist halt einfach ein sehr guter offensiver Pivot mit U-Turn. Egal ob Choice Scarf, Choice Band oder ein Damage-Boostes Item. Starmie, einfach für Hazard Control, ultra gut. Der wahrscheinlich beste Rapid Spinner im Game mit Starmie. Mich wundert es tatsächlich, dass Turtok gar nicht dabei ist. Ich finde Shell Smash Turtok tatsächlich ziemlich cool. Aber kann auch sein, dass es nur meine Intention ist. Starmie finde ich, fand ich damals auch schon DPP-Zeiten. Sehr, sehr cool. Manaphy, klar, Tailglow, Setup, wahrscheinlich der beste Setup im Game. Natürlich, wir haben SD, Garchomp, SD, Scizor, SD, was weiß ich nicht, was das Gute an Garchomp ist, halt natürlich auch 102 Speeds sind in der Meta von Strahlen, der Mann, Leuchte, Perl halt übel gut, weil, ja, das Höchste hat 130 Speed, was nennenswert ist. Und deswegen, wir sehen auch Aerodactyl relativ weit oben, einfach weil Speed so unendlich wichtig ist in diesem Game. Deswegen Manaphy auch mit Tailglow absolut nachvollziehbar. Heatran, guter Scarfer, guter Rocksetter, Steel-Type, nices Typing. Heatran war vorher nice, Heatran wird auch hier nice sein. Dasselbe gilt für Drogon, das ist wieder ein Drache. Also Azumarill ist wieder eine Fee, war auch vorher im OU gut. Das Panzerion mit oben spielt, war klar. Guter Rocksetter, guter Spike-Setter, easy peasy. Magnezone finde ich ultra nice. Scheinbar mit, oder ja, scheinbar so mit Rotom Bosch der beste, das beste Electric-Type-Pokémon, was wir haben. Finde ich beide sehr cool.
Magnezone ist super bulky. Magnezone kann auch im Trigun gespielt werden. Ich glaube auch, dass Magneton mit Choice Scarf sehr cool sein kann. Magnezone mit Choice Scarf ist ja auch gar nicht so bad, weil die Meta, wie gesagt, gar nicht so schnell ist. Das finde ich super interessant und ja, bin ich auch ein großer Fan von. Mamoswine ist relativ weit oben. Finden einen Switch in Mamoswine. Wir schauen uns die ersten Monster an. Sheox ist wirklich gut. Gliscor wird hops genommen. Garchomp wird hops genommen. Latios wird hops genommen. Breloom wird hops genommen. Clefable nur, wenn er Fizzstaff ist. Gengar wird hops genommen. Infernape wird hops genommen. Starmie wird relativ hops genommen. Manaphy wird nicht hops genommen. Also ihr seht schon, Mountel tötet immer alles. Deswegen auch klar, dass der da oben mit dabei ist. Selbe geht natürlich auch für Weavile. SD Weavile unendlich gut. Und wir sehen Sheox wieder hier als eine sehr gute Antwort. Dann Blissey. Finde ich auch im Uber sehr gut, Blissey. Ich glaube, dass Blissey im Ubermeter sehr, 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 sehr gut sein kann, weil das Uber sehr, sehr speziell ist, weil die Legendaries, die wir haben in Form von Mewtwo, der Psystrike zum Glück, Lugia, Kyogre, ultra gut, Dialga, Palkia, ultra gut, beide speziell und so weiter und so fort. Also da türmt sich ein bisschen was auf und alles ist speziell, deswegen ich glaube, dass Blissey schon sehr, sehr nice sein kann. Dann kommen wir jetzt nächstes zu Alakazam. Der hat auch wieder Speed mit sich, der hat Magic Guard, 120 Speed. Ultra nice, böllert gut rein. Logok haben wir in Klammern, der ist schon ins Uber gewandert. Turbuts, Lead Turbuts geil, offensives Turbuts geil, auch hier wieder ultra lecker. Krebutak, D-Dance, sehr, sehr guter D-Dance-Setter. Wir sehen auch für Relegator auf der 33, beides gute D-Dance-Setter, gefällt mir sehr gut. Krebutak kann man auch im Trick Room spielen. Krebutak hat allgemein jetzt diesen starken Knockoff hier, was er damals zu DPP-Zeiten nicht hat, was ich auch nice finde. Tatsächlich über Tyranitar. Tyranitar war natürlich damals auch besser, weil es Infinity Weather gab, muss man dazu sagen. Trotzdem Despotar immer noch ein sehr, sehr gutes Pokémon. Empoleon damals schon gut gewesen. Offensiv, defensiv, Tarnsteine, alles. Der gibt dir alles, was du brauchst. Dasselbe gilt für Raichu. Raichu gibt dir in Theorie, theoretisch auch gesehen alles, was du brauchst. Choice Scarf, T-Wave, Iron Head, Rock Setter, Healing Wish, Ultra Geilo, Lucario, Steel-Type. Okay, wie gesagt, ich denke, dass Steel-Types sehr, 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 sehr strong sein können. Allgemein Steel-Fighting, gute offensive Kombination. Der böllert schon gut. Dann kommen wir zu Tangulos. Tangulos müsste ich selber auch mal ausprobieren, hätte ich tatsächlich selber. Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Aber ja, Tangulos haben wir ja einen DPP-Meter. Und der ist, glaube ich, actually sogar ziemlich, ziemlich cool. Auch den fühle ich sehr. Dass der hier so weit oben ist, Staraptor, Choice Scarf, Reckless, Choice Band, Reckless. Boom, 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 böllern. Ultra nice, Staraptor. Latias. Wenn Latios wirklich gebannt werden sollte, wird Latias auf jeden Fall besser werden. Latios ist halt nice, weil es offensiv gesehen so gut ist. Latios ist halt ein bisschen supportive. So supportive Attacker. Wird aber natürlich besser, falls Latios gebannt werden sollte. Turkiss, Fairy-Type. Nasty Plot gut. Defog gut. T-Wave, R-Slash gut. Aerodactyl, schnelles Pokémon. Was, glaube ich allerdings, Dual Wingbeat, D-Dance, Ice Fang, Thunder Fang und Fire Fang von euch. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. D-Dance und Drew Wingbeat sehr sicher. Bei den Fangs bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber ohne Ice Fang ist der schon ein bisschen, ist schon ein bisschen nervig für ihn. Und natürlich für Relegator, wie gesagt, guter D-Dance-User. Und das sind die 33 stärksten oder beziehungsweise beliebtesten Pokémon. Und danach haben wir 4,52% Cut-Off Before Yu-Yu. Das heißt, demnächst werden wir auch tatsächlich das Yu-Yu-Meta bekommen. Ich freue mich schon sehr drauf. Das wird sehr interessant. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hast du auf jeden Fall sehr gerne eine positive Bewertung da. Schreibt mir gerne zu den einzelnen Pokémon etwas. Das war meine Switch. Das habt ihr gar nicht gehört. Zu den einzelnen Pokémon etwas in die Kommentare. Falls ihr etwas sagen wollt, schreibt mir gerne, dieses Pokémon fehlt hier. Warum ist der nicht da? Freut ihr euch, dass dieses Pokémon da ist? Werdet ihr es besser gefunden, wenn dieses Pokémon dort ist? Schaut es mir sehr gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da. Und keine weiteren Pokémon Competitive. Strahlende Diamanten, Leuchte, Perle-Videos mehr zu verpassen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.